Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zur Spieltagspressekonferenz mit unserem Cheftrainer Peter Stöger vor der morgigen Heimpartie gegen den VfR Aalen. Das Spiel wird geleitet von Christian Bandurski und wir rechnen aktuell mit rund 46.000 Zuschauern. Peter, morgen beginnt die sogenannte englische Woche. Binnen 8 Tagen haben wir 3 Spiele vor der Brust. Welchen besonderen Reiz übt das auf dich aus, aus Trainersicht, und was muss man gerade in so einer Belastungsphase besonders beachten? Mahlzeit. Ja, wir müssen jetzt nicht wirklich Dinge anders betrachten, als sie normal sind. Das heißt, auf der einen Seite der Klassiker, dass man sich auf ein Spiel nach dem anderen, auf einen Gegner nach dem anderen so gut als möglich einstellt, darauf vorbereitet, da dann alles abruft und dann eben wieder in die Erholungsphase und Vorbereitungsphase geht, die halt dann kürzer ist. Das ist für alle Gegner gleich. Ich muss sagen, gefühlt ist es jetzt eine Phase mit den nächsten 4 Spielen, wo wir 3 Heimspiele haben, wo wir von der Erwartungshaltung her und von dem, was wir uns selbst erhoffen, wenn wir ordentlich punkten, einen guten Schritt weitermachen können in Richtung Zielsetzung. Das bedeutet Aufstieg. Wir freuen uns darauf, dass wir in den nächsten 4 Spielen 3-mal zu Hause spielen können. Das ist für uns eine gute Situation. Und jetzt heißt es halt einmal richtig vorbereiten auf den nächsten Gegner. Wir sind jetzt in einer Phase, wo die Spiele schwer zu gewinnen sind. Nicht nur für uns, sondern für alle Mannschaften, weil es gefühlt in eine sehr entscheidende Phase geht. Nicht nur für uns um die Meisterschaft, sondern für die anderen Vereine auch. Und da wehrt sich jeder mit Händen und Füßen. Und ja, und das werden wir auch wieder tun. Wenn es spielerisch geht, wunderbar. Wenn wir Chancen kriegen, wenn wir Tore schießen, dann würden wir das gern machen, würden den Zuschauern auch gern ein tolles Fußballspiel sehen, zeigen, ein Spektakel zeigen. Und wenn es nicht der Fall ist, dann sind unsere Jungs wieder darauf eingestellt, dass wir über den Kampf die Spiele gewinnen wollen, weil das das einzige Ziel ist, das wir in dieser Saison haben. Ich sag ganz klar, an dieser Stelle vielleicht noch einmal, wir beschäftigen uns nur damit, unser Ziel, das wir vor ein paar Monaten ausgegeben haben, nämlich diesen Verein sportlich in die erste Liga zu bringen, nur damit beschäftigen wir uns. Alles rundherum an Diskussionen, ob das Stadion nächstes Jahr zu klein ist, die Zuschauer zu leise sind, der Trainer aus Österreich doch nicht passt, die Mannschaft zu unerfahren ist, das sind alles Dinge, mit denen wir uns nicht beschäftigen intern. Das ist ganz klar, was wir abgesprochen haben. Ich glaube auch nicht, das muss man da hier auch einmal verstehen, ich glaube nicht, dass Mannschaften wie Nürnberg, Stuttgart, Hamburg jetzt damit auseinandersetzen, was sie machen, um nächstes Jahr um die Europacup-Plätze zu spielen. Das ist auch mein Job, in der Liga zu bleiben, und wir haben unseren Job, um aufzusteigen. Und die Diskussionen verstehe ich, aber nur, dass Sie verstehen, wir intern haben unser Ziel ausgegeben, das müssen wir umsetzen mit unseren Möglichkeiten und alles andere dann zu gegebener Zeit. In Österreich heißt es Schritt nach Schritt, eins nach dem anderen.